Kingston Goss, ein idyllisches, friedliches Dorf an der Südküste Englands und ein zunächst perfekter Ort für Familienausflüge mit kleinen Kindern. Doch genau hier sollte im Jahr 2000 das Böse direkt hinter der nächsten Straßenecke lauern und zuschlagen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wie ihr merkt, ich bin im Moment so ein bisschen am Ausprobieren mit meinem Hintergrund. Ich bin nicht ganz zufrieden und viele von euch haben immer gesagt, dass das Bett im Hintergrund vielleicht nicht so ideal ist. Deswegen muss ich im Moment mal schauen. Ich bin jetzt gerade an meinem Schreibtisch, weil sonst muss ich immer auf dem Boden sitzen. Das ist manchmal auch nicht so angenehm. Also falls ihr irgendwie Ideen oder Inspiration habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und ihr werdet wahrscheinlich auch sehen, dass meine Haare ab sind. Sie waren leider unfassbar kaputt, weil ich die vor ungefähr 2 Jahren einmal sehr, sehr hell blondiert habe. Und davon sind sie kaputt gegangen. Deswegen macht das bitte nicht mit euren Haaren. Haare wachsen natürlich glücklicherweise nach, aber war trotzdem irgendwie mal ganz cool, mal wieder so kürzere Haare. Aber ich würde die gern wieder lang wachsen lassen. Genau, das einmal dazu. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in den heutigen Fall rein. Sarah Evelyn Isabel Payne kam am 13. Oktober 1991 als Tochter von Michael und Sarah Payne in Walton in England zur Welt. Und ihr merkt wahrscheinlich, die Mutter hatte genau den gleichen Namen, nur dass bei der Mutter Sarah ohne H am Ende geschrieben wurde. Ich werde die Mutter auch im Laufe des Videos nicht Sarah nennen, sondern einfach halt die Mutter, damit ihr nicht irgendwie verwirrt seid. Sarah Payne war das drittjüngste von 4 Kindern. Sie hatte noch eine jüngere Schwester namens Charlotte und 2 ältere Brüder namens Luke und Lee. Und Lee war davon der älteste. Die Familie lebte in Hersham, einem Dorf mit 12.000 Einwohnern nahe der Küste Südenglands. Sarah war der Stereotyp eines Mädchens, wenn man das heutzutage noch so sagen darf. Also sie liebte wirklich rosa und pink, sie spielte viel mit Puppen und sie liebte Elfen. Außerdem war sie eher schüchtern und sehr, sehr brav. Also sie war sehr gehorsam, sie befolgte alle Regeln und war einfach ein sehr, sehr liebes Mädchen. Die Eltern arbeiteten beide in einer Bar und sie machten das so, dass einer immer die Tagesschicht übernahm und der andere die Nachtschicht, sodass einer von beiden immer Zeit für die Kinder hatte. Und am Wochenende verbrachte die ganze Familie dann gemeinsam Zeit. Dieses Prinzip funktionierte anscheinend sehr gut, also es war alles sehr harmonisch in der Familie. Und es gab auch noch genug Zeit, um sich um die Kinder zu kümmern. Samstag, 1. Juli 2000. Etwa einmal im Monat fuhr die ganze Familie Payne zu Michaels Eltern, also zu den Großeltern von den Kindern. Die Großeltern lebten in Kingston Goss und Kingston Goss liegt quasi direkt am Meer. Es hat eine wunderschöne Küste, es gibt dort viele wunderschöne Häuser und endlose Natur. Die Kinder freuten sich jedes Mal extrem darauf, ihre Großeltern Terence und Leslie dort zu besuchen. Genau genommen war Leslie nicht die richtige Großmutter von den Kindern, sondern die zweite Frau von dem Großvater Terence, aber das ist ja auch egal. Für die Kinder war sie an sich schon wie eine Oma eben. Kingston Goss war für die Familie einfach ein perfekter Ort für einen schönen Spaziergang am Wochenende. Und für die Kinder war es natürlich auch perfekt, weil die draußen spielen konnten. Sie konnten am Meer sein. Es war einfach immer eine wunderschöne Zeit. So war auch der 1. Juli 2000 ein richtig schöner Tag. Die Sonne schien, es war quasi keine Wolke am Himmel und für die Familie war es perfektes Wetter, um spazieren zu gehen. Sie aßen erstmal alle gemeinsam Mittagessen und am späten Nachmittag gingen dann alle zusammen raus. Leslie kam anscheinend nicht mit. Sie wollte im Haus noch ein bisschen Ordnung machen, ein bisschen aufräumen und schon mal das Abendessen vorbereiten. Sarahs Eltern und der Großvater Terence gingen dann am Meer entlang. Die Kinder tobten um sie herum,
bis dann irgendwann die beiden Söhne fragten, ob sie vielleicht zurückbleiben könnten und einfach ein bisschen spielen könnten. Also sie wollten nicht den Spaziergang mit fortsetzen, sondern einfach für sich so ein bisschen spielen. Die Söhne waren zu diesem Zeitpunkt 13 und 14 Jahre alt. Da habe ich ein bisschen was Unterschiedliches gelesen. In anderen Quellen stand, dass sie 13 und 11 Jahre alt waren. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, es war eine sehr friedliche Gegend. Die beiden waren auch schon relativ reif. Sie konnten auf sich gut aufpassen. Und so sagte die Mutter, alles klar, ihr könnt ein bisschen zurückbleiben und einfach spielen. Ja, und wie das immer so unter Geschwistern ist, die beiden Mädels, also Sarah und Charlotte, fragten dann ebenfalls, ob sie bei den Jungs bleiben könnten, um eben mit ihnen zu toben. Und die Mutter dachte sich, ja, warum nicht? Ihr könnt auch hier bleiben. Sarah war damals übrigens 8 Jahre alt und ihre Schwester Charlotte war 5 oder 6 Jahre alt. Das variiert auch in manchen Quellen. Auf jeden Fall waren die Brüder wohl auch wirklich, also wie so typische Brüder. Sie passten immer sehr genau auf ihre Schwestern auf. Vor allem Lee, der Älteste, der war schon sehr verantwortungsbewusst und ließ seine Schwestern auch nie aus den Augen. Die Eltern gingen dann mit dem Großvater einfach weiter am Meer. Irgendwann drehten sie so eine Runde und machten sich dann irgendwann auch wieder auf den Rückweg zum Haus des Großvaters. Während die Kinder eben erstmal so ein bisschen am Strand spielten, später gingen sie zu einer nahegelegenen Wiese, also auch zu einem Maisfeld, habe ich gelesen, und spielten dort weiter, bis es dann allerdings irgendwann zu einem kleinen Streit kam. Ich weiß nicht genau, worum dieser Streit handelte. Ich meine, gehört zu haben, dass Sarah irgendwie hinfiel und sich dann so ein bisschen ärgerte. Wahrscheinlich spielten sie Fang. Und danach beschloss Sarah, alleine nach Hause zu gehen. Also sie war etwas wütend auf die anderen, aber da Lee eben sehr verantwortungsbewusst war, wollte er Sarah nicht alleine gehen lassen und lief ihr hinterher. Als er ihr hinterher lief, also er war wirklich anscheinend nur einige Schritte hinter ihr, riefen Charlotte und Luke ihm plötzlich etwas zu, woraufhin er sich umdrehte, um zu gucken, was die beiden nun wollten. Ja, und als er sich dann wieder zurückdrehte, war Sarah auf einmal verschwunden. Er suchte sie dann, aber sie war irgendwie wirklich wie vom Erdboden verschwunden. Und er ging dann davon aus, dass sie einfach nach Hause gerannt war. Vielleicht hatte sie sich zunächst irgendwie hinter einem Baum versteckt oder so. Doch als die Kinder dann nach Hause kamen, war von Sarah keine Spur. Und kurz darauf kamen auch die Eltern mit dem Großvater wieder zurück und fragten, wo Sarah abgeblieben sei. Doch niemand wusste es. Leslie hatte auch nichts von ihr gehört. Sofort fingen alle an, sie zu suchen. Sie liefen nochmal die ganze Spaziergehrunde ab. Sie schauten an der Küste, am Meer, an den nahegelegenen Feldern, auf der Straße, einfach überall. Aber von Sarah war keine Spur. Sie befragten dann auch Nachbarn. Es war, wie gesagt, alles wirklich sehr, sehr dörflich. Also wirklich so, dass sich jeder quasi kannte. Aber niemand will Sarah gesehen haben. Ja, und das Ganze war für Sarah extrem untypisch, sodass die Eltern auch ziemlich schnell wussten, dass etwas ganz und gar nicht stimmen konnte. Denn die Mutter sagte später aus, dass man mit Sarah nicht einmal Verstecken spielen konnte, weil sie quasi nicht mal 5 Minuten es aushielt, nicht gefunden zu werden. Und die Eltern kontaktierten dann die Polizei und meldeten Sarah als vermisst. Und die Polizei soll daraufhin auch sofort reagiert haben. Also es wurde sofort angefangen, die ganze Gegend abzusuchen. Und es gab auch gleich hunderte Freiwillige, die bei der Suche mithalfen. Man hatte zunächst noch die Hoffnung, dass sich Sarah irgendwie verlaufen hatte, denn auch wenn sie die Großeltern häufiger mal besuchten, so wussten die Kinder nicht so ganz, wie die breitere Umgebung war. Also klar, so in der Ecke, wo sie immer spazieren gingen, kannten sie sich natürlich alle aus, aber ja, so die ganz breite Umgebung, da hätte es eben sein können, dass sich Sarah dort verlaufen hätte. Deswegen beschloss die Polizei auch, den breiteren Umkreis abzusuchen. Aber es war, als ob Sarah wirklich wie vom Erdboden verschluckt war. Die Familie beschrieb dann detailliert noch einmal den Nachmittag. Und der älteste Bruder Lee sagte auch noch mal ganz genau, wann Sarah verschwunden war. Er sagte außerdem, dass er kurz darauf nahe des Feldes, wo sie gespielt hatten, bei einer Straße einen weißen Transporter sah
Und dieser Transporter soll wohl auch irgendwann an ihnen vorbeigefahren sein. Darin saß ein Mann, der den Kindern dann so komisch zuwinkte und ein bisschen unheimlich lächelte. Und dann fuhr dieser Transporter auf einmal mit einem sehr, sehr hohen Tempo davon. Die Polizei befragte dann alle vorbestraften Sexualtäter in der Umgebung. Das Verschwinden von Sarah Payne war schon bald in ganz England ein großes Thema. Also es verbreitete sich extrem schnell in den Medien. Es gab auch viele, viele Leute, die bei der Suche helfen wollten, aber trotzdem blieb Sarah verschwunden. Einen Tag nach Sarahs Verschwinden wurde die Polizei dann auf einen 41-jährigen Mann namens Roy Whiting aufmerksam. Auch er war ein vorbestrafter Sexualtäter aus der näheren Umgebung. Roy William Whiting wurde am 26. Januar 1959 in Horsham geboren und wuchs bei seinen Eltern George und Pamela Whiting in Crawley auf. Er hatte 5 Geschwister, jedoch starben 3 von ihnen bereits im Kindesalter. Im Juni 1986 heiratete Roy eine Frau namens Linda und sie bekamen auch einen gemeinsamen Sohn, trennten sich jedoch bereits vor der Geburt schon wieder. 1990 zeugte Roy dann mit einer anderen Frau noch ein weiteres Kind und dieses Mal war es eine Tochter. 1995, also genau 5 Jahre bevor Sarah verschwand, soll Roy schon mal eine Straftat begangen haben. Und zwar soll er ein Mädchen entführt haben, das ebenfalls 8 Jahre alt war, also genauso alt wie Sarah, als sie verschwand. Und dieses Kind soll er dann bei einem Waldstück missbraucht haben. Dieses Kind hatte unfassbar Glück, denn er ließ es wieder laufen. Für das Ganze bekam er eine 4-jährige Haftstrafe und das müsst ihr euch mal reinziehen. 4 Jahre, er hatte ein Kind missbraucht und musste einfach nur 4 Jahre in Haft, beziehungsweise er musste sogar nur 2,5 Jahre in Haft, denn dann wurde er schon wieder entlassen. Das Krasse ist, dass noch dazu ein psychologisches Gutachten erstellt wurde, in dem man ganz klar sagen konnte, dass er zu 99% wieder straffällig wird, wenn er wieder aus dem Gefängnis entlassen wird. Ja, das Argument, warum er letztendlich nur 2,5 Jahre in Haft kam, war folgendes. Nämlich soll Roy direkt nach der Tat gestanden haben, was er getan hatte. Also auch erst, als man ihm auf die Schliche kam. Aber das war die Begründung, dass er einfach nur so kurz in Haft musste. Das sollte sich dann auch als sehr fatalen Fehler herausstellen. Roy fuhr zum Zeitpunkt von Sarahs Verschwinden tatsächlich auch einen weißen Transporter und wohnte etwa 8 Kilometer von ihren Großeltern entfernt in einer Wohnung in Little Hampton, einer Gegend mit vielen jungen Familien. Roy wurde dann auch von der Polizei zu Sarahs Verschwinden befragt. Er machte eine auf Unschuldigen, also er sagte, er hätte keine Ahnung, wo Sarah war, wer Sarah ist und ja, er wusste einfach nichts. Ja, und die Polizei hatte schon das Gefühl, dass er irgendwie nicht die Wahrheit sagte, aber leider hatte man noch nicht wirklich irgendwas gegen ihn in der Hand. Man fand in seinem Transporter dann eine Tankrechnung von einer Tankstelle ganz in der Nähe von dem Ort, wo Sarah auch verschwand. Allerdings ist das ja natürlich leider auch noch kein Beweis. Jedoch widersprach das seinem Alibi, denn er hatte behauptet, zum Zeitpunkt von Sarahs Verschwinden in einer ganz anderen Gegend gewesen zu sein. Aber diese Tankrechnung konnte ja nun eindeutig das Gegenteil beweisen. Nach dem Verhör wurde dann auch sein Haus durchsucht, aber scheinbar fand man zu dem Zeitpunkt noch keine Auffälligkeiten, also nichts Verdächtiges. Währenddessen machten Sarahs Eltern immer wieder verzweifelte Appelle an die Öffentlichkeit. Sie baten darum, dass wenn irgendjemand etwas wüsste, dass er sich bitte an die Polizei wenden sollte. Aber meistens sind diese Appelle ja leider vergeblich und so auch in diesem Fall. Das Medieninteresse war wirklich mittlerweile riesengroß und ja, wie ich schon gesagt habe, der Fall verbreitete sich auch in ganz England, eigentlich im ganzen Vereinigten Königreich und alle fieberten mit. Dann kam der Tag, der Montag, der 17. Juli 2000. Zu diesem Zeitpunkt saß die Familie Payne gerade bei den Großeltern im Wohnzimmer. Sie schauten Fernsehen, sie hatten eigentlich durchgängig seit Sarahs Verschwinden den Fernseher an, weil sie natürlich
immer wieder die Nachrichten guckten und hofften, dass es irgendwie neue Informationen geben würde. Ja, und zu diesem Zeitpunkt klingelte dann plötzlich ein Polizist und wollte zunächst mal mit Sarahs Mutter alleine sprechen. Und gerade als der Polizist mit der Mutter den Raum verließ, hörte man aus dem Wohnzimmer ein Schrei. Denn der Polizist wollte der Mutter eigentlich gerade erzählen, dass man Sarahs Körper gefunden hatte, doch genau diese Information lief zeitgleich gerade in den Nachrichten, sodass die Kinder und der Vater und die Großeltern, die alle noch im Wohnzimmer saßen, das Ganze fast schon früher erfuhren, leider durch die Nachrichten. Die Kinder waren natürlich komplett schockiert und auch die Eltern, sie hatten zwar nun Gewissheit, aber natürlich wurde so auch jede Hoffnung zerstört und ja, der Albtraum ist einfach wahr geworden. Etwa 24 Kilometer vom Haus der Großeltern entfernt hatte an diesem Tag ein Bauer bei seinem Feld eine Kinderleiche gefunden. Sie lag so ein bisschen in so einer Grube, also in so einer kleinen Absenkung und war unbekleidet. Der Körper war schon leicht zersetzt und nach einer DNA-Analyse konnte man auch feststellen, dass es sich dabei eindeutig um Sarah Paynes Körper handelte. Hunderte Menschen legten bei der Wiese, wo man Sarahs Körper gefunden hatte, Blumen ab, stellten Kerzen auf und legten dort auch Kuscheltiere hin. Nun war es an der Zeit für die Mordkommission, die Ermittlungen zu übernehmen. Der Fokus lag auch weiterhin auf dem 41-jährigen Roy Whiting. Leider hatte man noch immer nichts gegen ihn in der Hand, doch nur wenige Tage später fanden Forensiker auf einem Pullover von Roy Whiting ein Haar von Sarah Payne. Und so wusste man, dass man auf der richtigen Spur war. Roy wurde erneut festgenommen, sagte aber beim Verhör wieder nichts aus. Er meinte einfach immer nur kein Kommentar und wollte sich nicht dazu äußern. Und dann am 20. Juli 2000 fand eine Frau in der Nähe der Tankstelle, wo Roy am Tag von Sarahs Verschwinden getankt hatte, einen Schuh. Und dieser Schuh konnte eindeutig Sarah Payne zugeordnet werden. Und tatsächlich waren am Klettverschluss von diesem Schuh auch Textilfasern aus Roys Transporter. Bei der Durchsuchung von seinem Fahrzeug fand man dann auch zwei Kabelbinder, ein Seil, Babyöl und ein Messer. Und nun war für die Polizei der Fall natürlich eindeutig. Man hatte endlich Beweise gegen Roy in der Hand. Es stellte sich dann auch noch heraus, dass Roy die Seitentüren seines Transporters nach der Tat optisch umgebaut hatte, damit man ihm nicht so schnell auf die Schliche kommen würde. Ja, Roy wurde dann am 31. Juli 2000 festgenommen und des Mordes beschuldigt. Für die Eltern war es natürlich unfassbar schrecklich zu erfahren, dass dieser Mann 5 Jahre zuvor schon mal ein 8-jähriges Mädchen missbraucht hatte und dafür letztendlich nur 2,5 Jahre in Haft saß und nun wieder die Chance bekommen hatte, einem Kind etwas anzutun. 2001 begann dann der Prozess gegen Roy Whiting. Zu diesem Zeitpunkt mussten Sarahs Eltern ihm im Gerichtssaal auch gegenübertreten und ich glaube, man möchte sich das absolut nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, dem Mörder des eigenen Kindes gegenüber zu sitzen oder überhaupt mit ihm in einem Raum zu sein. Die Familienmitglieder mussten dann auch im Zeugenstand aussagen, unter anderem auch Sarahs Mutter. Sie war dabei erstaunlich gefasst und musste wahrscheinlich einfach funktionieren. Sie sagte aber auch im Nachhinein, dass Roy Whiting sie in keinem Moment irgendwie anschaute. Also er war wirklich absolut zu feige, den Eltern von Sarah in die Augen zu schauen. Eine Gerichtsmedizinerin musste dann auch noch über den Zustand von Sarahs Körper reden. Und sie starb vermutlich letztendlich an Strangulation oder Erstickung und wurde vorher mit großer Wahrscheinlichkeit missbraucht. Und als diese Details eröffnet wurden, gingen die Eltern dann auch aus dem Gerichtssaal raus, weil es einfach zu unerträglich war. Hinzu kam auch noch das Detail, dass Sarahs Körper, bevor man ihn dann gefunden hatte, höchstwahrscheinlich auch schon von Füchsen angefressen wurde. Roys Verteidigung meinte dann, dass die ganzen Beweise nicht echt wären, dass die einfach falsch wären, weil die Polizei anscheinend schlampig gearbeitet hätte. Roy versuchte sich vor Gericht herauszureden, er versuchte sich irgendwelche Lügen auszudenken,
aber die Beweise sprachen ja eindeutig gegen ihn. Auch Sarahs Bruder Lee musste dann vor Gericht eine Aussage machen und erzählte dann auch nochmal, wie er diesen weißen Van kurz nachdem Sarah verschwunden war, auf der Straße gesehen hatte und dass ihm das Ganze auch schon etwas merkwürdig vorkam. Nach 19 Prozesstagen wurde schließlich am 12. Dezember 2001 das Urteil gesprochen. Roy Whiting wurde wegen Kindesentführung und Mordes für schuldig erklärt und bekam eine lebenslange Haftstrafe. 2041, also wenn Roy theoretisch 82 Jahre alt wäre, hätte er das erste Mal die Chance, eine frühzeitige Entlassung zu beantragen. Sarahs Eltern waren von dieser Entscheidung auch sehr enttäuscht und die Mutter sagte auch, dass sie erwarten würde, dass lebenslang auch wirklich lebenslang heißt und nicht, dass Roy irgendwie ja nach 40 Jahren die Chance hat, eventuell wieder freizukommen. Als Roy nach der Urteilsverkündung aus dem Saal geführt wurde, rief eines von Sarahs Familienmitgliedern: "Ich hoffe, du wirst in der Hölle schmoren." 2001 bekamen Sarahs Eltern dann 11.000 Pfund, was umgerechnet ungefähr 13.000 Euro ist, als Entschädigung. Und Sarahs Mutter sagte auch, es fühlte sich einfach wie ein schlechter Scherz an. 11.000 Pfund für das, was ihnen passiert war. Das war wirklich ein Witz. Nach Sarahs Tod zerbrach die Ehe der Eltern im August 2003 und ihre Mutter litt unter schlimmen psychischen Beschwerden und auch der Vater bekam Depressionen und wurde alkoholabhängig. 2011 musste der Vater sogar für 16 Monate ins Gefängnis, weil er betrunken auf seinen Bruder losgegangen war. Am 27. Oktober 2014 wurde Sarahs Vater Michael Payne dann leblos in seiner Wohnung in Brushing Lane, Maidstone aufgefunden und er wurde nur 45 Jahre alt. Und ich muss sagen, ich blende euch jetzt hier ein Bild von ihm ein und ich finde wirklich, er sieht so gezeichnet aus, wenn ihr bedenkt, dass dieser Mann erst 45 Jahre alt war. Ich finde wirklich, er sieht aus wie 75, also das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich will damit nur sagen, dass man einfach wieder mal sieht, wie sehr diese psychische Belastung auch einfach auf den Körper aufschlägt und wie sehr dieser Mann einfach gelitten haben muss. Der Autopsiebericht ergab dann, dass der Vater eines natürlichen Todes starb, beziehungsweise infolge seines Alkoholproblems. Sarahs Mutter rief nach dem gewaltsamen Tod ihrer Tochter ein neues Gesetz ins Leben, und zwar nannte sie dieses Gesetz Sarah's Law. Und Ziel dieses Gesetzes ist es, dass die Regierung einen kontrollierteren Zugang zum Register der Sexualstraftäter ermöglicht, damit Eltern mit kleinen Kindern wissen können, ob eben ein Sexualstraftäter in ihrer Gegend lebt. Das ganze Gesetz soll wohl auch sehr erfolgreich durchgesetzt worden sein. Und Sarahs Mutter glaubt bis heute, wenn es dieses Gesetz schon früher gegeben hätte, dann wäre ihre Tochter heute noch am Leben. 2009 erlitt die Mutter einen lebensbedrohlichen Schlaganfall, aber davon soll sie sich anscheinend verhältnismäßig wieder sehr gut erholt haben. Roy Whiting wurde während seiner Zeit im Gefängnis, also bis heute, dreimal von Mitinsassen attackiert. Das erste Mal im August 2002. Dabei wurde ihm mit einem Messer eine etwa 15 cm lange Schnittwunde an der Wange zugefügt. Das zweite Mal stach 2011 ein anderer Sträfling ihm mit einem Messer ins Auge. Dabei soll er allerdings nicht lebensbedrohlich verletzt worden sein. Und das dritte Mal wurde er 2018 von zwei Mitinsassen wieder mit einem Messer attackiert. Und dieses Mal musste er tatsächlich auch ins Krankenhaus, erholte sich aber schnell wieder. Ja, kommen wir nochmal kurz zu meinen Gedanken zu diesem Fall. Ich finde diesen Fall so unglaublich frustrierend. Nicht, weil er nicht gelöst ist, also er ist ja gelöst, aber einfach, ja, weil man dieses Hintergrundwissen hat, dass das Ganze tatsächlich hätte verhindert werden können. Vor allem kann ich es einfach nicht fassen, dass Roy Whiting in der Vergangenheit einfach ein Kind missbraucht hatte. Dieses Kind hatte, wie gesagt, unfassbar Glück, dass es noch am Leben ist. Aber dass dieser Mann dafür letztendlich 2,5 Jahre in Haft saß, also das ist wirklich
für mich unbegreiflich. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber wenn man mal bedenkt, dass Leute, die Steuern hinterziehen, teilweise einfach viel länger im Gefängnis sitzen. Also wie geht das? Wie kann man ihn dafür 2,5 Jahre nur ins Gefängnis stecken, obwohl sogar ein Test ergab, dass er quasi zu 100% wieder straffällig werden würde. Und wir sprechen hier ja nicht von einem Diebstahl oder so. Also das ist für mich unbegreiflich, vor allem auch die Begründung, ja, er bekam eine geringe Haftstrafe, weil er das Ganze schnell gestand. Ja, wow, deswegen hat er es ja trotzdem getan und deshalb wird er es auch trotzdem mit großer Wahrscheinlichkeit wieder tun. Also das kann ich in diesem Fall wirklich absolut nicht nachvollziehen und ich will mir das auch einfach nicht vorstellen, wie es der Mutter bzw. der ganzen Familie geht mit diesem Hintergrundwissen, dass es einfach so leicht wäre, das Ganze zu verhindern. Ja, und außerdem sieht man an diesem Fall auch mal wieder perfekt, was das Ganze für eine Familie noch für Auswirkungen hat. Also nicht nur, dass das Familienmitglied weg ist, sondern auch, dass die Ehe zerbricht, dass die anderen Menschen aus der Familie höchstwahrscheinlich auch alle nie wieder glücklich werden. Ich meine, auch der Vater, der ist daran ja zugrunde gegangen. Und ich finde, man könnte in diesem Fall auch sagen, dass Roy Whiting auch auf jeden Fall den Vater auf dem Gewissen hat. Ja, ich hoffe persönlich, dass Roy Whiting wirklich nie wieder aus dem Gefängnis entlassen wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Messerattacken auf ihn, also mein Mitleid hält sich ehrlich gesagt wirklich sehr stark in Grenzen. Ja, ich bin gespannt, was ihr über diesen Fall denkt. Schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Was denkt ihr auch über diese 2,5 Jahre Haft, die Roy bei dem anderen Fall bekommen hat? Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder und bis dahin, passt auf euch auf und ja, macht keine Dummheiten.